So ganz kriege ich das mit der Musik nicht hin. Jetzt habe ich im letzten Part gesagt, mir ist vorgekommen, dass im vorletzten Part die Musik sehr laut ist. Dabei war sie im letzten Part noch lauter als im vorletzten Part. Ich glaube, jetzt habe ich es. Schauen wir mal. Sorry mal dafür, aber ich glaube, man versteht mich trotzdem. Sonst gibt es diese lustige Untertitelfunktion auf YouTube, die überhaupt nicht funktioniert. Oder nicht gut, glaube ich zumindest. Jo, wir sind zurück gegen den FC Zürich und da wir gegen eine sehr starke Mannschaft spielen, werde ich hier umstellen und zwar eben Janjatovic wieder vorne und Kamavaka auf Ball erobern und unterstützen. Und dann schauen wir, wie es läuft. FC Zürich natürlich ein Hammergegner, der aktuelle Tabellenführer, die sind auch auf Meisterkurs. Wenn die es nicht eh schon sind. Ich glaube, die haben nämlich gar keinen kleinen Abstand. Ja, 4 Punkte. Okay, das heißt, theoretisch könnte Basel sie noch einholen. Theoretisch könnten auch die Young Boys sie noch einholen. Ja, werden sie hoffentlich nicht. Schauen wir mal. Gut. Krivicic. Anscheinend steigt der auch bald wieder ins Training ein. Das wäre natürlich wieder der Hammer in 4 Tagen. Das heißt, gegen den FC Lugano in der nächsten Partie, naja, wird er nicht unbedingt Thema sein, aber. Zumindest im Saisonfinish, die letzten ein, zwei Partien könnten sich bei ihm ausgehen. Gut, da Tagamate hat das was mit seiner Verletzung zu tun, dass er nur auf der Bank ist. Richtig. Gut. Hier müssen wir natürlich wieder aufpassen. Also die Außenverteidiger, die. Ich sage jedes Mal Außenverteidiger, wenn ich hier bin. Die Flügelspieler. Die werden sicherlich ordentlich Dampf machen. Und den Stürmer werden wir enger decken. Und die beiden werden wir versuchen, auf den schwachen Fuß zu zwingen, falls sie sowas überhaupt haben. Ansonsten schauen wir mal. So, ein bisschen motiviert haben wir sie. Ui. Schade. Ich glaube, es erwartet jetzt schon gelb für Kamel Walker. Ich glaube, es erwartet niemand, dass wir punkten gegen den FC Zürich auswärts. Ich möchte es aber trotzdem schaffen. Ich meine, es wäre jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, dass wir auswärts gewinnen wollen. Dafür ist der FCZ zu stark, zumindest im Spiel. Aber. Ja, ich will auf jeden Fall was mitnehmen. Mutsch, das war ganz, ganz schwach. Fort ganz stark, aber verliert den Ball wieder. Aber sie können ausbügeln. Makienok muss den Ball jetzt mit seinem Körper behaupten. Kamouaka. Janjatovic. Eigentlich ein starker Pass. Ich glaube, da waren sie sich jetzt ein bisschen unsicher, wer hingehen soll. Schauen wir mal. Mit ein bisschen Leidenschaft möchte ich sehen. Jetzt muss ich Kamavaka fast in der Pause wieder rausnehmen. Ihr wisst, wie sehr ich es hasse, wenn Spieler verwarnt sind. Dass der in der 3. Minute schon eine gelbe kriegt, ist. Jetzt kriegt Ford auch eine. Ja, beide kann ich schlecht rausnehmen. Das wäre auswärts gegen den FC Zürich ein ziemliches Todesurteil. Shane bekommt jetzt eine gelbe, der war, glaube ich, mal in Österreich bei Altach, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest haben ihn die Kommentatoren damals so ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob der wirklich Shane heißt, aber Jackner klingt auch blöd. Kuku mit Gelb. Also, ich gehe jetzt mal im Duell auf den Beinen bleiben. Scheinbar ist der Schiedsrichter relativ. Ah, hier landet an den Pfosten. Relativ hartnäckig.
Menschen streng. Das war eigentlich das Wort. Armut macht es gut, Hierländer. Bitte kein Abseits. Nee, Hierländer. Da habe ich schon befürchtet, weil Hierländer wegen Abseits wieder kurz zurückgegangen ist, dass sich das jetzt dann im Laufduell nicht mehr ausgeht. Aber alles geklappt. Ich bin so verspannt in letzter Zeit. Dann muss ich mich jetzt während dem Videos immer wieder verrenken. Das kommt davon, wenn man den ganzen Tag Überstunden macht und vorm Schreibtisch sitzt und dann nach Hause kommt und wieder vorm Schreibtisch sitzt. Ich sollte so viele Let's Plays vom Strand aus machen, das wäre mal was Neues. Ja, wir müssen, also ich werde auf jeden Fall einen Wechsel mal machen. Ich glaube, ich wechsle jetzt auf die Formation zurück, die wir ursprünglich gewählt haben, also mit Janjatovic hinten und Federle als ZOM. Schön befreit. Sally eigentlich hat ein bisschen nach faul ausgesehen, aber war anscheinend nichts. Das heißt aufpassen, noch knapp vor der Halbzeit Janjatovic Ball wegbringen. Ball nochmal wegbringen. Ach, Makienok, Missverständnis mit Janjatovic. Sehr gut, Lopar klärt. Gut, in die Halbzeit gerettet. Bloß nicht selbstzufrieden werden. Sind auf jeden Fall wieder motiviert, bis auf Facchinetti. Damit kann ich leben. So, und wir machen das jetzt, dass wir ihn auf Unterstützung stellen und dass wir Janjatovic wieder auf diesen vertikalen Spielmacher stellen. Das heißt, unterstützen bedeutet für mich, dass der Federle sich jetzt eher darauf konzentriert, hier sich anzubieten, also ein bisschen defensiver. Und Janjatovic wird den Ball nach vorne treiben, das heißt, dieser Abstand sollte hier gerade für Konter relativ knapp sein. Dann haben wir einen Hierländer auf Angreifen, das könnte funktionieren, schauen wir mal. Was war das für eine geile Aktion? Was für ein Anstoß von Zürich? Auch nicht schlecht. Die Musik gar nicht mehr. Ganz leise. Ich krieg das echt nicht hin. Ich wäre ein total schlechter DJ. Ich habe lustigerweise vor 10 Jahren, nicht 10 Jahre, ist es nicht der, vor 8 Jahren mal aufgelegt. Das hat damals total cool geklungen. Das war gerade so am Ende der Schulzeit, wo ich DJ in so einem komischen Lokal in Graz war. Magianok mit dem 2-0. Ich muss öfter quatschen. Und es hat sich immer total cool angehört, DJ und so weiter. Schlussendlich war dort einfach nur ein PC mit Liedern drauf, wo man eine Playlist zusammengestellt hat, die dann sogar automatisch gefadet hat. Das heißt, die Lieder, die Übergänge waren auch alle automatisch. Also bin ich eigentlich nur da gestanden, habe mich betrunken, mit Leuten gequatscht und Liederwünsche dann in diese Playlist gezogen. Also, aber hey, für Schulzeit relativ cool. Da gab es so 50 Euro pro Abend, gratis Getränke. Ja. Das war die wilde Zeit, ne? Jetzt bin ich echt schon zu alt, um fortgehen. Ich finde, es gibt jetzt momentan nichts Schöneres, als am Wochenende zu Hause zu sein, gemütlich vor dem Fernsehen mit der Freundin und um 9, 10 am Abend, sagen wir 10 zumindest, schlafen zu gehen, nach einem guten Film oder so. Da merkt man, dass man alt wird, aber ich finde das ganze Altern ziemlich schön, muss ich sagen. Noch.
schade. Ich habe jetzt leider Kreuchi nicht mit. Das ärgert mich ein bisschen, den hätte ich ganz gerne als ZDM gebracht. Wie gut ist ein Fedele vom Zweikampf und so her? Boah, Tackling 12, hey! Perfekt. Machen wir so. Dann haben wir jetzt nur noch einen mit gelber Karte drin, nämlich Ford, also unseren Innenverteidiger. Und den lasse ich jetzt durchspielen. Notfalls muss ich halt sonst für die Schlussphase, wenn wirklich jetzt Pass sein sollte, noch von vorne wen runternehmen und Daniel Höck bringen. Aber ich würde lieber wieder Martin Lichti ein paar Einsatzminuten geben. So. Was ist denn da los? Boah, die Latte markieren noch. 3-0 wäre ein bisschen heftig gewesen. Ich mag meine Mannschaft wirklich gern. Es gab schon Zeiten, wo ich sie alle nacheinander erwürgen hätte können. Aber momentan, das ist wirklich großartig. Bubnitsch kommt da gefährlich am kurzen Pfosten ran. Marquesano, ist das nicht der Innenverteidiger von Barcelona? Habe ich gerade vorher kurz wirklich Mascherano gelesen. Ich habe so das Gefühl, dass mir das Lachen in dem Part noch vergehen wird. Ich drehe jetzt mal die Musik ein bisschen auf. Leise. So. Stark abgeblockt. Mutsch macht das nicht gut im Zweikampf. Jetzt heißt es aufpassen, Marquesano an die Stange. Fakinetik und Clear. Der war heftig. Wirklich guter Schuss. Hätte sich ein Tor verdient. Gegen uns natürlich nicht. Das mag ich nämlich nicht sehen, aber sonst gegen jeden anderen Gegner sofort. Wirklich stark. Krütic. Schön unter Druck setzen. Bringt aber nichts. Bringen wir den Jungen. Lichti auf links Mitte. Kommt da sogar ein bisschen über 10 Minuten Einsatzzeit. Wird ihm in seiner Entwicklung auf jeden Fall gut tun. Jetzt kriegt er sogar den Ball. Unglaublich. Lichti. Und einen Pass bringt er an. Das ist halt Qualität. Sehr gut. Mutsch mit schöner Übersicht, dass er sich hier dreht und nicht den Ball zum Torwart zurückspielt. Dadurch bleiben wir im Ballbesitz und vielleicht sogar noch eine Torchance. Markiernock. Lichti. Ah, das wär's gewesen. Martin. Heißt der Martin? Martin Lichti. Höre ich die Musik sogar. Ich glaube, das Spiel ist einfach nur so laut im Vergleich. Muss ich mal anhören, im nächsten Part wird es besser. So wie die letzten Parts auch. Aber irgendwann kriege ich es hin.
Aber vielleicht liegt es wirklich am Sound und an der Musik, dass ich ein bisschen motivierter bin, weil sonst quatsche ich ja wirklich alleine und bis auf ein bisschen Lärm von den Katzen im Hintergrund höre ich sonst gar nichts da. Foul, Freistoß auch noch, also das sollte es dann gewesen sein. So ist es. 2:0 Sieg auswärts gegen den FC Zürich, gegen den Tabellenführer. Damit hätte man nicht rechnen können. Damit sind wir sogar wieder auf Platz 4. Und wir machen es theoretisch sogar in der Meisterschaft spannend. Wenn Basel jetzt die ausstehende Partie gewinnt, dann können sie auf bis zu einem Punkt ranrücken. Also das ist richtig spannend. So, Pressekonferenz. Daniel Lopar. Wird uns unter keinen Umständen verlassen, den will ich nicht hergeben. Klasse von Simon. Jo. Gut, gut, gut. Was haben wir noch? Müssen wir noch irgendwas Wichtiges machen, bevor ich abgib? Ich glaube momentan nicht. Jo, ich würde sagen, das passt zurzeit mal. Ich sag mal wieder danke fürs Einschalten. Im nächsten Part dann das Duell gegen den FC Lugano. Hoffentlich wieder 3 Punkte. Ist auf jeden Fall alles drin. Die sind zurzeit 10. Das heißt, da müssen eigentlich 3 Punkte her. Aber für die geht es natürlich auch um einiges. Die sind, ja, die haben eine Partie mehr am Konto und sind 2 Punkte hinten. Also die werden sicherlich ordentlich Gas geben. Gut, Leute, ich sag danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part.